Das luzide Träumen ist eine besondere Art des Träumens. Und zwar weiß da der Träumende während des Traumgeschehens, dass er gerade träumt und kann daraufhin seinen Traum selbst in die Hand nehmen und tun und lassen, was er möchte im Traum. 80% der Befragten sagen dann eben, um Spaß zu haben, also sozusagen den Simulator auszunutzen, um Dinge zu tun, die man tagsüber nicht tun kann. Einige sagen, Albträume in den Griff bekommen. Also wenn man an Albträumen leidet, kann man natürlich einen Klartraum nutzen, um sich diesen angsteinflößenden Trauminhalten zu stellen und die dann auch aus der Welt zu schaffen. Manche nutzen es für kreative Einfälle, andere um Probleme zu lösen. Und ein kleiner Teil nutzt es eben auch fürs Fertigkeitstraining. Klarträumen kennt man entweder spontan, weil man es eben irgendwie sich beigebracht hat, ohne genauer zu wissen, wie man das macht. Es gibt spontane Klarträume und es gibt eben verschiedene Techniken, mit denen man das Klarträumen erlernen kann. Da gibt es die kognitiven Techniken, so ein bisschen Denkspiele, wo man sich eben tagsüber mehrmals zum Beispiel die Frage stellt, ob man wacht oder träumt und dadurch so eine kritisch reflektierende Haltung aufbaut im Wachen. Und die schlägt dann irgendwann im Traum durch, dass man, was weiß ich, wenn da ein fliegender Elefant ist, sich anfängt zu fragen, Moment, fliegende Elefanten, gibt es das überhaupt eigentlich im Wachleben nicht? Und dann überprüfe ich eben dann kurz, ob ich denn vielleicht doch träume. Und ein einfacher Realitätstest wäre zum Beispiel, Nas zu halten und versuchen auszuatmen. Im Wachen geht es nicht, im Traum würde das gehen. Da ich das jetzt nicht kann, bin ich zumindest nicht am Träumen. Es gibt das sogenannte MILD, die mnemotische Induktion von luziden Träumen. Die ist ein bisschen anders angelehnt, bloß man fängt damit mit dem Traummaterial an. Da muss man vorher ziemlich viele Träume erstmal selbst sammeln, muss die systematisch durchgehen und muss schauen, was sind denn Traumhinweise, die gehäuft bei mir vorkommen in meinen Träumen. Der eine träumt vielleicht häufig von fliegenden Kühen. Dann nutzt er diese Traumhinweise und koppelt die mit der Aussage, das nächste Mal, wenn ich eine fliegende Kuh sehe, dann ist das ein Hinweis für mich und dann weiß ich, dass ich träume. Dann wäre der Tipp, ein Traumtagebuch führen. Und dann ist am Anfang eben viele Seiten, wo nur ganz kurze Traumberichte vorhanden sind. Also es war schwarz und dann hörte ich ein Pfeifen und dann war ich wach. Aber man muss sich eben mit dieser Aufgabe über eine längere Zeit auseinandersetzen und dann zeigen Studien, dass dann die Traumerinnerung steigt. Die Frage ist oft gestellt, aber wissenschaftlich nicht zu beantworten, weil man dann jede und jeden untersuchen müsste. Und das zu einem Zeitpunkt, das kriegen wir gar nicht hin. Man kann also immer nur sagen, wie viel Prozent haben mit einer bestimmten Technik in einem bestimmten Zeitraum Erfolg gehabt. In diesen Schlaflaborstudien, die wir da machen und wir zwei Sachen kombinieren, so eine Schlafmanagement und dieses MILD, da kommen wir auf eine Erfolgsquote von 50%. Das heißt, 10 Leute, die hier reinkommen und vorher noch nie einen Klartraum hatten, 5 davon gehen raus mit einem Klartraum. Das ist wie Kraft und Ausdauer. Also wenn ich einen Marathon laufen will, dann trainiere ich meine Ausdauer. Aber wenn ich aufhöre zu trainieren, verschwindet diese Fähigkeit wieder. Und so ist es eben auch im Klarträumen. Das heißt, ich muss tatsächlich viel investieren, fast wie ein Ausdauertraining. Und wenn ich aufhöre, verschwindet auch diese Fähigkeit wieder. Also deswegen am Ball bleiben, wenn man es langfristig nutzen möchte. Das erste wäre eben Traumtagebuch führen, dann das zweite diese Realitätstests mal einführen am Tage, eben zu überprüfen, bin ich jetzt gerade wach oder träume ich und das regelmäßig zu machen. Das kombinieren mit Realitätstest, dass man einfach schon immer was griffbereit hat, um, wenn es dann mal soweit ist, sich davon zu überzeugen, dass es wirklich ein Traumzustand ist. Und das dritte ist dann so ein bisschen mit meinen Träumen auch zu arbeiten. Also die Notizen angucken, schauen, gibt es denn da gehäuft irgendwelche Traumhinweise, kann ich denn da irgendwie was extrahieren, was ich dann eben mit meiner Intention kombinieren kann. Das nächste Mal, wenn die fliegende Kuh vorbeikommt, dann weiß ich, dass ich träume.